Moin Moin und willkommen zurück bei Dictatorcy. Aufbaufazit ARC R12. Für alle, die jetzt einen Stream erwartet haben, wo ich das Ding ja quasi mit euch oder vor euch zusammen aufgebaut habe, muss ich diesmal leider enttäuschen. Mir ging es in den letzten Wochen, seitdem ich das Ding quasi habe, ging es mir ein bisschen, ich war gesundheitlich nicht fit, kein Corona, kein nix, keine Sorge, aber mir war einfach nicht danach, vor die Kamera zu gehen. Von daher habe ich das ganz in Ruhe für mich dort aufgebaut. Wir werden das Ding aber, es ist noch nicht hundertprozentig fertig, den Rest machen wir zusammen. Versprochen. Und zwar werden wir dann auch wieder streamen. Und zwar werden wir dann den Rest der Technik einbauen. Das seht ihr aber gleich nach dem Intro. Da ist das gute Stück. So weit bin ich derzeit. Ich habe das Alu-Chassis bekommen, wie angekündigt. Das hat Firma LMI mir natürlich nachgeschickt. Oder sagen Sie mal, ich habe es gekauft und es kam an. Es ist zugeschnitten aktuell drauf die Protoform Ford Mustang Karo, 68er Mustang. Gehen wir erstmal darauf ein, was übrig geblieben ist. Hier haben wir jetzt natürlich mein Carbon-Chassis. Für die Winterhallensaison fährt man am besten, habe ich mir sagen lassen, ein Alu-Chassis, damit der Schwerpunkt nochmal da ist, tiefer ist, wir haben viel mehr Grip. Fertig gemacht habe ich mir auch noch eine HPI 67er Stingray Corvette. Die kann ich derzeit leider nicht fahren, weil ich müsste, wenn ich die Karo fahren will, mir noch andere Heck-Karo-Halter holen, weil sie zu kurz sind, leider. Das kommt, weil das Heck der Karo nun mal sehr hoch ist. Ne? Es ist auch ein Zweiteiler, wir sehen es hier. Hier ist nämlich das Heck der Karo, das wird hier dran geschraubt und dran geklebt. Dafür gibt es Vorrichtungen, das ist alles angezeichnet, gefällt mir eigentlich alles sehr gut. Optisch auch eine glatte 1. Ich bin sowieso mal gespannt, wie das Ding fahren wird. Ich fasse jetzt extra gerade nicht innen an, weil sie sind quasi vorbereitet zum Lackieren oder Liquid Mask. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen will. Ich denke mal, dass die beiden relativ simpel gehalten werden. Der eine kriegt helles Gunmetall, der andere dunkles und fertig. Dieser ganze Haufen hier drin ist ein bisschen gequetscht. Ihr hört, ein paar Teile sind lose, aber das meiste ist gequetscht. Ist übrig geblieben. Plus noch 1, 2, 3 Schrauben, scheißegal. Wir haben noch einmal, eins fliegt da drin rum, Ersatzblades für die Antriebswellen. Wir haben die Hinspinneinsätze, um zum Verstellen der Spur, gar nicht wahr, der Querlenker. Hier auch immer noch. Dann haben wir hier noch unsere Originallenkung drin und Servohörner. Das ist übrig geblieben jetzt aktuell, weil ich ja die Alulenkung gekauft habe. Hier sind immer noch Einsätze für die Querlenkerstifte. Wir haben die Original-Servo-Halterung übrig, die dann so aussieht, aus zwei Teilen. Ein Alu-Teil, ein Carbon-Teil, weil ich ja das Savox-Servo da eingebaut habe, was für das Auto extra gefertigt wurde und somit, hier noch ein paar Plastikgutscheiben, keine extra Servo-Halterung braucht, sondern einfach auf Chassis geschraubt wird und fertig. Gefällt mir richtig gut. Wir haben noch Dämpferdeckel, Augen oben. Übrig. Ich zeige die mal vom Nahen. In der anderen Länge. Kamera, machst du das? Nein, macht sie nicht. Das wird oben in den, von unten in den Deckel des Dämpfers gesteckt und dann quasi auf den Dämpfer geschraubt. Schon habt ihr oben das Auge, was ihr mit der Dämpferbrücke befestigt. Dann haben wir ein paar Rodends über. Wir haben auch kurze Rodends über für Dämpfer. Auch. Es gibt nämlich eine Version, man kann nämlich noch eine flachere Dämpferbrücke kaufen, vorne und hinten. Ich bin mir gerade aktuell nicht ganz bewusst, ich habe jetzt nach Anleitung aufgebaut, ich gehe mal davon aus, dass hier einfach Ersatzaugen beiliegen. Rodends liegen damit bei, also Spurstangen, die ganz normalen, für die, also für die Lenkung, für die Spurstangen oben und
vorne, hinten meine ich. Und wir haben noch ein paar U-Scheiben über und noch ein paar einzelne Einsätze, die jetzt hier drin so rumliegen. Es ist also genug da, dass man erstmal fahren kann. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich muss erstmal Ersatzteile kaufen. Gerade so die wichtigen Teile, die, wenn man mal irgendwo gegenfährt, und dass die Kunststoffteile, die zuerst kaputt gehen, habt ihr im Grunde noch, sodass ihr euch erstmal aushelfen könnt. Das ist alles da. Ihr habt genug Setup-Möglichkeiten mit diesen ganzen Einsätzen hier. Ich räume das gerade mal alles wieder rein. Also, ich habe jetzt alles streng nach Anleitung aufgebaut. Ich weiß, dass ich das Setup machen muss. Und ich weiß auch, dass ich definitiv noch ein paar Einsätze ändern werden muss, weil das alles sehr Vor- und Nachspur, alles sehr eng ist oder sehr, sehr stark ist. Das wird noch geändert. Kommen wir mal kurz zur Anleitung. Der Extrazettel, das ist er nicht. Habe ich ihn hier noch drin? Müsste ich eigentlich. Habe ich ihn hier reingelegt, weil ich da hinten. Er liegt irgendwo dahin. Da liegt er. Ich sehe ihn. Ich laufe jetzt nicht hin. Der Extrazettel hat mir weitergeholfen. Da sind nämlich haben sich kleine Fehlerteufel oder es wurde, sagen wir mal so, nicht ausreichend erklärt, hier eingeschlichen. Das hat man sofort beigelegt und verbessert. Damit kommt man sehr gut klar. Kein Problem zu lesen, keine Probleme. Wir haben immer wieder sowas jetzt hier. Ich zeige das einmal. Das ist nicht dabei, das steht dann da oben in schwarz. Lasst euch da nicht verwirren. Guckt bitte wirklich, da steht dann Option Parts Not Included. Also das sind Option Parts, die einfach nicht dabei sind. Da müsst ihr drauf achten. Ne? Ich habe daraufhin, als ich es gesehen habe und gesehen habe oder mir klar wurde, dass es dann vielleicht auch Sinn macht, halt auch mal ein paar andere Sachen bestellt. Genauso gibt es hier Karo-Halter, die, ja, vertikal, sieht man das? Ja, vertikal an die Dämpferbrücke geschraubt werden. Könnte eventuell meine Lösung sein für die Corvette. Hätte ich zwar oben in die Karo umsonst Löcher gemacht, habe ich jetzt nicht ganz genau darüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir die andere Akkubefestigung gekauft, weil der eine oder andere weiß wahrscheinlich, dass ich von dieser Tape-Variante nichts halte. Ansonsten die Anleitung sehr gut zu lesen, kann man super mitarbeiten, also ich durchaus zufrieden, lässt sich sehr schön mitarbeiten. Auch hier wurden Sachen verbessert, das habe ich nämlich extra nicht gemacht. Ich habe es zuerst übersehen und habe dann gesagt, oh nö, jetzt lässt du es, weil du musst es eh aufs Setup-Board stellen, dann stellst du es dann ein. Hier sind die Spurstangen aufgelistet oder hier soll man die Spurstangen bauen für Lenkungen oder Spurstangen oder Lenkungen. Ich weiß gerade nicht, was da gebaut wird. Ich guck mal ganz kurz. Spurstangen. Hier wird ein Paar, also zwei in 14,7 mm und zwei in 12,6 mm, sagt man, da soll man den Abstand zwischen den Kugelfahren haben. Das habe ich auch erstmal so gebaut, obwohl auf dem Extrazettel steht, dass der Abstand größer werden muss, weil... Und das haben sie dann selber bemerkt, dass, wenn man das so baut wie in der Anleitung, der Sturz nämlich ganz schön massiv ist. Die Räder haben einen ganz schönen Sturz. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich glaube schon. Ich kann mal die Karo ab. Ich habe auch die größten Klammern genommen, die ich mal eben so hier gerade liegen hatte. Ne? Also wir haben ganz schön viel Sturz. Das ist jetzt laut Anleitung. Das kann man so nicht fahren. Oder sagen wir mal so, man kann es fahren, man sollte es nur nicht. Die Spur sieht gut aus. Das würde ich gar nicht anders machen. Wahrscheinlich. Ne? Aber der Sturz, das muss definitiv geändert werden. Jetzt können wir uns das auch mal in der Alu-Version ansehen. Wir gucken uns mal von unten an. Das ist ein ganz schön erleichtertes Chassis. Ne? Die Lenkung ist noch lose. Ich habe kein Servohorn aktuell. Das ist aber auch unterwegs. Sieht sehr schön aus. Schwarz, silber angefasste Schnittkanten, Fräskanten, gefällt mir richtig gut. Auch die Kante hier, wie im Carbon-Chassis, angefasst, damit das auch wirklich nichts irgendwo hängen bleiben kann, gefällt mir richtig gut. Der Aufbau, ja, gefällt mir vom Auto, wirklich. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass wirklich alles
schwarz ist. Man, so ein bisschen die Highlights fehlen. Es ist Schwarzcarbon. So, das Ding sieht, nicht falsch verstehen, stumpf aus. Das ist ein sehr gutes Chassis. Es sieht halt nur stumpf aus. Ne? Zack, schwarzes Chassis, fertig. Es sind keine optischen Highlights. Ich habe neulich gerade wieder ein Bild gesehen vom Team Durango, oh, ich glaube DX410 Tourenwagen heißt er so, ich bin mir nicht ganz sicher. Das Ding war optisch der absolute Knaller. Der hatte alles in Schwarz-Gold war das Ding. Goldene Spurstangen, also die Gewindestangen hier. Alles, was Alu war, war Gold. Außer die Chassisplatte, glaube ich. Die Chassisplatte war es nicht. Das sah richtig geil aus. Man muss ja nicht Gold nehmen. Man kann ja auch vielleicht irgendeine andere Farbe nehmen. Klar, Schwarz hat auch seinen Reiz. Na, Schwarz sieht clean aus. Wirklich. Aber es fehlt hier so ein bisschen so der optische Kick. Das Servo ist drin, wie man sieht. Daneben genau mein Empfänger. Ja, jetzt sieht man es. Der ist darauf geklebt. Und das Tape habe ich auch genau der Chassisplatte entsprechend ausgeschnitten darunter. Da ist nicht viel Klebeband drauf, aber es hält. Na? Alle Lenkung ist verbaut, auch die Alu-Exzenter sind verbaut, der Riemen ist ordentlich eingestellt. Ich gucke mal eben, ob ich den, ob er beim Umbau, nein, das ist alles schön. Na? Auch hier habe ich ein Kugellager eingebaut. Wo sehen wir das denn? Wir sehen es leider gar nicht, weil es hinter dem HZ ist. Das ist auch in der Anleitung eingebaut oder gezeigt, dass man es machen kann. Hier hinter dem HZ ist ein Kugellager, was den Riemen so ein bisschen anhebt und somit etwa, ja, auch ein bisschen mehr spannt, möchte ich sagen, aber auch ein bisschen besser in die Führung bringt. Kostet zwei Kugellager, kosten 5 Euro. Sind wirklich klitzekleine Kugellager. Klar, kostet in dem Moment ein bisschen Geld. Muss man machen. Muss man nicht machen. Gar nicht wahr. Es geht auch so, aber fürs Gefühl, mein Gott, dann gebe ich halt 5 Euro aus, bekomme zwei Lager, wovon ich nur eins brauche, habe eins in Ersatz. Nimm eine Schraube, eine Senkkopfschraube am besten, hau das daran, fertig. Ja. Ihr seht schon die Protoform-Räder hier drauf. Das sind die Räder, die ich bestellt habe. Bei RC Kleinkram. Ja, die haben noch so ein paar, ja, Fertigungskanten dran, das geht aber weg. Die werde ich noch selber kleben. Und zwar hiermit. Ne? Habe ich bei Kleinkram gleich mitbestellt. Und ja, also aufbauen ließ er sich super. Mir gefällt der Aufbau auch an sich. Mir gefällt dieser massive Mittelmotor, ja, Halter und HZ-Halter, dieses Riesenteil da in der Mitte. Das hat was. Ja. Hier bin ich, so ein auf den, ne? Ihr seht auch, ich habe hier jetzt schon die andere Akkuhalterung verbaut. Die wird für meine Akkus noch zu hoch sein, die werde ich dann noch anpassen. Also ich habe das erstmal so angeschraubt, um zu gucken, wie die Höhe passt. Ich muss die Seitenhalter für den Akku noch ein bisschen wieder nach oben setzen und ich muss dann mir andere, oder für normale Akkuhalterung, normale Akkus, die Höhe passt, wunderbar. Aber für LCG-Akkus passt es dann leider nicht, da ist es dann zu hoch. Mal gucken, ob ich mir einfach was dazwischen klebe. Ist natürlich dann die einfachere Variante, einfach so einen Abstandshalter dazwischen kleben oder einfach andere Stege. Ich habe noch andere dazwischen schrauben. Den Bumper musste ich ganz schön kürzen, das lag aber an den Karos. Ich bin durchaus zufrieden, muss ich wirklich sagen. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ding fahren wird. Stabi, Kugel gelagert, funktioniert auch. Finde ich sehr schön. Da ich aber, ja, sag mal so, von der Materie 1 zu 10 weniger Ahnung habe als andere, das aber ändern möchte, nicht falsch verstehen, werde ich mich da nochmal von ein, zwei Kollegen sicherlich über ein paar Sachen belehren lassen. Ich werde das Auto nochmal kontrollieren lassen, wenn ich fertig bin, ob ich auch wirklich alles richtig gemacht habe. Und werde euch dann auch nochmal informieren, definitiv. Ja. Ein schöner Aufbau war das, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, inwiefern sich die beiden Karosserien unterscheiden werden. Beide sind für die VTA-Klasse legal.
pack das Auto jetzt erstmal wieder dahin, wo es hingehört, und zwar ins Regal. Ist zwar einfacher, wenn man Kabelklammern drauf macht, aber naja. So. Servohorn ist wie gesagt unterwegs, dann machen wir das demnächst zusammen, dass wir den Rest einbauen. Problem ist, ich möchte da einen Motor drin haben von CS Elektronik. Und der ist momentan einfach nicht lieferbar. Keine Chance. Wir haben schon angefragt, wann das Ding kommt. Fabio möchte nämlich auch so einen. Und CS sagt, wir haben keinen Liefertermin. Sehr schade. Ich möchte nämlich den CSX V2 17,5 Turns haben. Stock-Spec Fixed Timing. Und keine Chance. Regler habe ich in Aussicht, den sehe ich quasi schon, so nah ist er. Der kommt dann auch da rein, wird auch nicht was ganz Günstiges, aber nun ja. Und dann gucken wir weiter, wann der Motor kommt und wann wir endlich fahren gehen dürfen. Ist ja momentan ein bisschen alles zu und alles, ne? Bisschen doof. Naja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gern hier so in dem Bereich einen Daumen nach oben da. Ich würde mich tierisch freuen. Wenn ihr noch kein Abo habt, lasst gern noch ein Abo da und aktiviert die Glocke. Das informiert euch über die zukünftigen Videos, die kommen. Sobald eins kommt, wenn eins kommt, werdet ihr sofort informiert in eure Benachrichtigung im Handy oder auf dem Rechner oder per Mail oder wie auch immer. Je nachdem, wie ihr es einstellt. Es werden in Zukunft höchstwahrscheinlich erstmal, je nachdem, wie das Jahr verläuft, noch Studio-Videos hier aus diesem Bereich kommen und Streams auf dem Hauptkanal hier und wie auf dem Zweitkanal auch, und weil wir nun mal leider nicht rauskommen, wirklich richtig. Ich kann mich mit den Jungs gar nicht richtig treffen, weil das alles momentan untersagt ist. Ich halte von den Regeln nicht viel, aber ich halte mich dran, und nun ja, sollen wir machen, ne? Da müssen wir durch. Gut. Habt ein bisschen Verständnis deswegen, dass es momentan halt einfach dazu keine Fahrvideos geben wird. Ist einfach so. Na? Bis zum nächsten Mal. Durchhalten. Bis dann. Ciao.